So, Neonazis wollen letztendlich auch das System verändern, wenn man das als Kriterium für Terrorismus nimmt. Das sind genau, dann wären das genauso Terroristen wie alle anderen. Die. Es ist eigentlich. Diesen Terrorismusbegriff, den gibt es nicht. Ach, ich scheiß Trottel, ich hab mich jetzt hier eingeschlossen. Es sind Verbrecher. Halten wir fest. Die machen böse Dinge, halten wir fest. Aber ob das jetzt Terroristen sind oder ob das Freiheitskämpfer sind oder Verbrecher, wer entscheidet das denn? Im Zweifelsfall entscheiden das die Medien selber. Und damit werden wir dann in eine Richtung gelotst, die gerade gut passt. Wir könnten mal die Tiere füttern, das ist vielleicht mal eine Möglichkeit. Wo ist denn unser Futter? Ist das hinten im Gartenhaus? Also, ihr könnt mir dazu ganz super gerne jetzt eure Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es jemanden unter euch, der wirklich sagt, das sehe ich komplett anders. Terroristen sind das, Verbrecher sind das. Aber letztendlich sehe ich nicht den großen Unterschied. Es sind alles Verbrecher. Die einen morden im Namen von Arbeitsplätzen, die anderen morden im Namen von Allah, andere morden im Namen von Gott, andere morden im Namen von irgendwelchen Untergrundorganisationen. Hier zum Beispiel, wie gesagt, die Rebellen in Syrien, das sind Rebellen. Die Leute, die Palästinenser, die im Nahostkonflikt unter teilweise unmenschlichen Bedingungen da leben müssen, wirklich, die haben den niedrigsten Wasserverbrauch weltweit. Die haben, glaube ich, ein Drittel von dessen, was wir hier an Wasser verbrauchen. Und die müssen dasselbe davon machen wie wir. Duschen, trinken, alles. Kochen. Teilweise sind das richtig arme Menschen. Aber wenn dann da Organisationen Anschläge verüben, sind es Terroristen. Wenn Rebellen in Syrien das machen, sind es Rebellen. Klar, ich bin jetzt auch gar kein, will ich auch gar nicht sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Hamas oder islamischer Dschihad oder sonst was. Aber muss man mal drüber nachdenken. Oder Folgendes, ich weiß nicht, wie ihr die Geschichte des Nahostkonfliktes kennt. Jedenfalls, hat sich ja so ereignet, Israel hat damals gesagt, okay, die sind im Zweiten Weltkrieg, im MS-Regime sind die geflohen und auch teilweise nach Palästina eben. Das war damals Palästina. Die Palästinenser haben die aufgenommen. So. Und 5% der Bevölkerung waren damals Israeliten, alles andere waren Palästinenser. Und dann haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann erklärt, ja, wir gründen jetzt hier das Land Israel. So, da waren die Palästinenser erstmal nicht so begeistert, aber sofort hat die gesamte westliche Welt, inklusive USA und so weiter, hat das sofort anerkannt. Weil damals gegen Juden zu sein, war einfach unpopulär. Das konnte man nach dem Zweiten Weltkrieg nicht machen. Ich bin auch nicht gegen Juden, das will ich damit auch überhaupt nicht sagen. Nur, das war letztendlich irgendwo völkerrechtswidrig, was die da gemacht haben. Und kurz danach, die Palästinenser haben daraufhin auch ziemlich viel Scheiße gebaut, haben Kriege gegen die Israeliten geführt, haben dadurch den letzten Teil ihres Landes verloren. Es war am Anfang eine Trennung, mittlerweile haben die ja nichts mehr da oder fast nichts mehr. Aber jetzt frage ich euch mal, jetzt haben die Kurden, haben jetzt in etwa das gleiche gemacht. Oder sehe ich das falsch? Die haben sich irgendwo hingestellt und gesagt, ja, wir würden jetzt hier gerne unser Land gründen, mitten in einem anderen Land. Hat das irgendwer international anerkannt? Nein. Aber letztendlich ist es das gleiche. Es ist letztendlich das gleiche. Mit welchem Maß messen wir das denn, ob das richtig ist oder falsch? Das machen wir doch einfach nur nach Lust und Laune. So, habe ich mal ein bisschen Dampf abgelassen. Ey, sorry, aber das kann nicht wahr sein. Da müssen wir mal ein bisschen besser aufpassen. Slime Balls bringen wir noch weg. Wir rüsten jetzt mal ein bisschen unser Inventar. Und dann werden wir gleich weitermachen. Was machen wir denn? Gehen wir in die Höhle? Was haben wir denn noch für... Wir gucken uns jetzt hier mal ganz kurz um. Ich richte jetzt mal meine Aufmerksamkeit wieder auf das Spiel an sich. So, Pionierhütte, check. Ist schon mal super. Hier, check. Da drüben auch alles check. Die Monsterfalle. Ungecheckt. Haben wir genug Cobblestone? 24. Vielleicht können wir dann mal ganz kurz da ein paar Löcher flicken. Sorry, aber dafür werde ich auf Peaceful gehen. Nee, Achievements will ich nicht. So. Und es gibt unfassbar viele Beispiele dafür, wie eben hier in diesem Land auch Beeinflussung stattfindet. Apropos, ne? Wo wir eben schon von ihm gesprochen haben. Osama bin Laden.
Ja, das ist wahrscheinlich der Prototyp des in der westlichen Welt charakterisierten Terroristen überhaupt. Und dass der eine Menge Blödsinn gemacht hat, das will ich auch gar nicht bestreiten. Nur wisst ihr zufällig, wer Osama Bin Laden damals überhaupt erst die Waffen und alles besorgt hat? Das waren die Amerikaner. Die haben den damals bezahlt, damit der in Russland, damals also in Afghanistan, damals im Ostblock, von Russland mehr oder weniger kontrollierten Teil der Sowjetunion im Kalten Krieg, damit der den da, die Russen raushaut. Dafür haben die den damals bezahlt. Die haben den ausgestattet, das CIA hat den ausgestattet mit allem, was der gebraucht hat. Mit Leuten, mit Waffen, mit dem ganzen Plunder, damit er die Russen daraus vertreibt. So, jetzt überleg doch mal, da ist ein Regime, ja? Das hat die Macht. Ist halt so. Das hat da die Kontrolle. Und dann wird von außerhalb, Widerstand finanziert. Und eine Untergrundorganisation kämpft mehr oder minder dafür die Freiheit von irgendeiner Bevölkerungsgruppe. Osama bin Laden hat also letztendlich das gleiche gemacht, wie das, was er nachher wieder gemacht hat in Afghanistan. War das Terrorismus? Die Amerikaner jedenfalls haben es finanziert. So. Ist das hier unnötig? Was ist denn hier los? Ist das asymmetrisch alles? Hier fehlen Steine und zwar massiv. Ich glaube, wir haben nicht genug Cobblestone. Wir müssen nochmal raus. Der hilft nichts. Kurze Zeit später, nachdem dann sich die mit Russland ausgesöhnt hatten, Osama bin Laden hat es übrigens geschafft. Er hat die Russen aus Afghanistan vertrieben mit seinen Anschlägen. Gut, kurze Zeit später hat er das gleiche versucht in Tschetschenien. Dann, nach dem Kalten Krieg, da hatten sich die Amerikaner mit Wladimir Putin verbündet und Osama bin Laden war Terrorist. Klar war das wieder ein Riesenarschloch. Darum geht's nicht. Ein Verbrecher. Aber wieder mal diese Entscheidung. Terrorist, plötzlich an einem Tag davor, Freiheitskämpfer. Von den Amerikanern unterstützt. Wollen wir mal sagen, ne? Ach ja, Cobblestone. Also, von denen muss ich auch, sorry, muss ich mal ehrlich zugeben, von Amerika halte ich nach all dem, was sie abgezogen haben, wirklich nicht sehr viel. Die spielen Weltpolizei, die haben sich überall eingemischt, haben Kriege, sinnloseste Kriege geführt, haben Provokationen aufgebaut und dann die Antwort der Russen als riesigen Verrat gewertet, damals im Kalten Krieg. Bis heute. Auch dazu vielleicht, ich weiß, es ist jetzt sehr politisch alles. Und teilweise ist es auch schlecht politisch, weil ich bin jetzt auch nicht der informierteste Bürger in Deutschland. Es gibt bestimmt auch gute Gegenargumente. Aber... Ach, da drüben ist ja auch noch ein Loch. Die Politik, die die Amerikaner betrieben haben. Das ist einfach mit zweierlei Maß gemessen. Das ist ein Zweischneid, das sind zwei verschiedene quasi. Es gibt einmal diese Bewertungsskalen von Amerika und es gibt dann die anderen, die wir jetzt so ungefähr kennen, sag ich mal, ja. Wie gesagt, mit Israel, mit Osama bin Laden, wann der was angegriffen hat. Unfassbar, wirklich. Und dann, last but not least, will ich auch mal ganz kurz auf Krimkrise und den ganzen Quatsch kommen. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Huiuiui. Wir wissen alle, dass in der Krim... Das ist auch wirklich... Da ist völkerrechtswidrig vielleicht sogar der richtige Ausdruck. Oder gegen die Verfassung der Ukraine ist es auf jeden Fall, wenn sich ein Teil der Ukraine plötzlich als selbstständig erklärt. Das ist auch richtig, da kann man auch nicht meckern. Nicht mal als Ukraine. Aber letztendlich leben wir doch in einer Demokratie, also in etwas, wo das Volk entscheidet, wie es leben möchte.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn da ein Teil der Menschen... Was ist denn hier unten passiert, Alter? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso ist das denn jetzt hier 5 breit und das da oben ist nur 3 breit? Das ist ja blödsinnig. Meine Fresse, ey. Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Nee, oder? Wir gehen nochmal zurück und dann erfinden wir das raus. Wenn da wirklich Leute sagen so, ey, wir wollen lieber dazu gehören. Und wir sind eine Demokratie und das Volk entscheidet. Wieso entscheidet dann das Volk nicht? Wieso entscheiden das andere? Wieso sagen dann Leute, das geht nicht, das dürft ihr nicht? Mit welchem Recht tun diese Menschen das? Es ist gegen die Verfassung der Ukraine oder gegen die alte Verfassung. Aber es geht doch um es geht doch darum, wie Menschen leben wollen. Und da entscheiden doch nicht du oder ich darüber, wie die zu leben haben. Welches Recht haben wir denn dazu? Na gut. Vielleicht will ich das Thema jetzt auch mal ein bisschen auf sich beruhen lassen. Ich glaube, meine Botschaft ist einigermaßen angekommen. Lasst euch nicht verarschen. Überlegt ganz genau, was man euch erzählt. Denkt mit. Ja, sagt nein zu Drogen. Also ein Spaß. Warum ist das denn hier so kacke? Das verstehe ich gerade gar nicht. Hier muss doch irgendein Enderman so derartig gewütet haben. Oder hat die jemand hier gar nicht erst richtig ausgebaut? Wisst ihr das? Schreibt es mal bitte in die Comments, wenn ihr das wisst. Was ist denn hier los, ey? Ich hasse es, ne? Asymmetrie ist das Furchtbarste auf der ganzen Welt. Abgesehen von dem, was ich vielleicht gerade erläutert habe. Okay. Also so, das waren meine allgemeinen Gedanken zur Weltpolitik, die aktuell läuft. Wie gesagt, ich diskutiere da sehr gerne drüber. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, wenn ich das Gefühl habe, dass es da wirklich Meinungen gibt, die objektiv sind und vor allen Dingen die auch gut recherchiert sind, weil ich bin kein Experte. Das stimmt. Ist das mit der Symmetrie hier jetzt richtig oder falsch, Mann? Das kotzt mich total an. So, das ist der mittigste. Dann ist das hier auf jeden Fall... Da muss einer hin. Da darf einer hin. Hier muss der wegbleiben. Und da drüben... Ganz, der muss auch weg. Da sind wir wieder bei Herr der Ringe, Freunde. Sehr schön. Nein, ich bin so blöd. Wir brauchen mehr Wasser. Was zur Hölle ist denn hier unten passiert, ey? Ich will das wissen. Das kotzt, das macht mich fuchsig. Ne, hier muss offen bleiben. So. Aber hier muss es zu werden. Oh, ist das steinintensiv hier alles. Und hier fehlt natürlich auch die... Die Wasserquellen noch. Gut. Der Zulauf funktioniert richtig. Die Decke ist hier total zerruppt. Wenn das alles, was hier jetzt falsch stand, wenn das natürlich alles aus der Decke kommt, erklärt das einiges, wo der ganze Quatsch herkommt, ja. Das ist natürlich richtig. Da sind wir wieder. Angmar, mein Freund. Sing doch mal ein Bit, bitte.